Ja, meine Lieblingsquest-Reihe dürfte nicht so überraschend sein. Kommt aus Dark Souls und ist Siegmeier aus Katarina, der mit der dicken Rüstung, die sich durchs ganze Spiel zieht und man ehrlich gesagt noch nicht so richtig weiß, wie sie funktioniert, bevor man sie vielleicht auch per Zufall einfach gelöst hat. Man trifft Siegmeier immer wieder an verschiedenen Stellen im Spiel und muss ihm am Ende helfen zu überleben, wenn er sich in Todesgefahr begibt. Eine ganz tolle Quest und man wird belohnt mit einem Titanite Slap. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Beste Quest, bestes Spiel. Die erste Mission, an die ich direkt denken musste, war beim DLC von Witcher 3, Blood and Wine. Da gibt es eine Mission, da muss man in ein Amt, glaube ich, laufen und den Passierschein A38 holen. Und da ich als Kind sehr großer Asterix und Obelix-Fan war und noch bin, ist das meine Lieblingsmission. Mir ist als erstes als Lieblingsmission in den Sinn gekommen die Bibliothek aus Halo 1. Ist komisch, weil die findet ja jeder scheiße, aber ich mochte die sehr, weil da ging es eigentlich nur darum, halt die Flat wegzuballern, die kleinen Knubbelfiecher. Ich mochte das einfach, weil das einfach ein pures Geballer war. Ich hatte immer schön Shotgun ausgerüstet und den Needler und es war mir eine Freude, immer mit dem Needler ganz viele Nadeln in so einen fetten Bubble Boy zu schießen, der halt kleine Viecher spawnt und dann diese Kettenreaktion zu beobachten, wenn dann die Luft fliegt. Erst die Nadeln, dann der Typ selber und die ganzen kleinen Viecher fliegen weg. Ich fand's lustig. Ey, wenn ich an Missionen denke, ich meine, es gibt so viele tausende geile Missionen, die man schon gespielt hat. Aber eine, die mir irgendwie immer wieder in den Kopf kommt, ist aus Fallout 3 die Tranquility Lane. Ich meine, Fallout 3 strotzt auch vor krassen Missionen und coolen Storylines, aber irgendwie dieses ganze Virtual Reality Ding war damals total abgefahren und die kommt mir immer wieder in den Kopf. Dieses kleine Mädchen einen dazu zwingt, andere Leute zu quälen, nur für sein Vergnügen und so. Und ein Hund ist auch noch dabei, wo sich dann rausstellt, dass es mein Vater ist. Also, coole Geschichte. Eine der ikonischsten Missionen überhaupt ist ja wohl aus Halo 2 Metropole Mission Nummer 5. Weil das einfach, ja, für Halo gesehen eine der ikonischsten Momente hat. Du startest mit einem Scorpion-Panzer, ballerst dich durch die Innenstadt, bist zu Fuß unterwegs, hast doppelt Waffen, schießt überall die Alien-Elite nieder, musst die Stadt zurückerobern. Und dann kommt noch dieser fette Scarab. Die Halo-Musik setzt ein, du hast den Raketenwerfer, ballerst das Ding von oben weg, springst noch rein, hast eine Schrotflinte, ballerst Eliten weg. Zerstörst den Kern und zerstörst den Scrape und rettest die Stadt. Das ist Hammer. So, ich habe das mit der Lieblingsquest ein bisschen in meinem Verständnis interpretiert. Und zwar erzähle ich euch von meiner Lieblingsquest. Das ist bei Hollow Knight diese Quest, wo man diese dämliche Blume einmal von links nach rechts übers Feld, komplett über das Spielfeld tragen muss. Ich habe mit 20 Versionen durchgelesen und überlegt, wie ich das schaffen kann. Ich cleare vorher die ganze Map, damit niemand dahin kriechen kann und ich durchkomme. Trotzdem passiert jedes Mal etwas. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe da über 12 Stunden reingesteckt. Ich glaube, ich entscheide mich für All Ghillied Up aus dem ersten Call of Duty Modern Warfare, also Call of Duty 4 Modern Warfare. Das war so im Kontrast zum restlichen Call of Duty Kampagnengeballer eine schön atmosphärische Mission, die ja auch in einem interessanten Gebiet stattfand. Wobei ich dazu sagen muss, die Anschlussmission One Shot, One Kill zählt für mich noch dazu, wo halt das, der Attentatversuch schief geht und man die Beine in die Hand nimmt, um aus Tschernobyl zu fliehen. Aus heutigem Standpunkt vielleicht nicht die beste Wahl, damals hat es mich aber sehr geflasht, deswegen nehme ich natürlich wieder Gothic 2. Man muss im Laufe des Spiels ins obere Stadtviertel gelangen, das kann man auf verschiedenste Arten und Weisen erreichen. Eine davon ist zum Beispiel, dass man als Lehrling bei einem der Handwerksmeister angestellt wird. Dafür muss man Fürsprecher finden in der Stadt, im Dorf. Man muss also mit den Leuten quatschen, man muss verschiedenste Missionen erledigen und irgendwann ist man ein Lehrling und kann nach oben kommen. Es ist halt geil, weil es so simpel ist, aber es ist immersiv und sehr glaubhaft, deswegen meine Lieblingsmission. Es war für mich irgendwie eine schwierige Frage. Ich habe nämlich die ganze Zeit nach einer Hauptquest gesucht, aber für mich ist es am Ende doch eine Nebenquest, vor allem weil es schon eine abgeschlossene Geschichte im Spiel ist. Und zwar bei Nier Automata die Quest Play With Us. In der soll man nämlich in Pascals Dorf den Maschinenkindern helfen, eine Rutsche zu bauen. Das hört sich total belanglos an. Man sollte auch nur looten und Bestandteile zusammensuchen. Aber das Ergebnis war für mich einfach so wunderschön. Die Kinder waren am Ende so dankbar und es war einfach rührend für mich, deswegen ist es das. Eine meiner Lieblingsmissionen ist aus Control und zwar ist es Fridge Duty, Kühlschrankdienst. Und die hat mich auch maßgeblich für die Folge 205 inspiriert. Da geht es darum, dass man in so einer Isolationskammer ist, wo ganz viele Gegenstände der Macht eingesperrt sind und die müssen stellenweise bewacht werden. Und in dem Fall ist es so, da sitzt der gute Philipp und der darf seinen Blick nicht abwenden von einem Kühlschrank, weil sobald er das tut, sobald er blinzelt, tötet dieser Kühlschrank ihn. Und vielleicht muss man ihn befreien, vielleicht kämpft man dabei auch noch gegen einen riesengroßen Regenwurm mit einem Auge. Ist super.
Meine Lieblingsmission ist aus Red Dead Redemption 2, Blutfehde alt und neu, und da verüben wir Rache an den Braithwaites. Und das fängt damit an, dass wir einfach in der Nacht schon zu diesem geilen Anwesen reiten. Alles ist von riesen Mammutbäumen umringt in der Allee. Und es sieht einfach genauso aus wie bei Django Unchained, und auch die Villa ist echt so, und es folgt halt eine Riesenschießerei. Und wir ballern uns da durch, Kronleuchter fallen von der Decke, überall liegen Leichen. Und am Ende endet das im grandiosen Finale mit einer riesen Portion Feuer. Da nehme ich eine aus Hollow Knight. Ich heute extra passend angezogen dafür. Denn die Questreihe um Zod den Mächtigen ist für mich eine der coolsten, weil dieser Typ einfach super cool ist. Der tut die ganze Zeit so, als wäre er super stark und als müsste er hier sich durch ganz Heilands Nest kämpfen. Tut er aber gar nicht. Eigentlich retten wir ihn die ganze Zeit. Und am Schluss hat man mit ihm einen der coolsten Bosskämpfe, die ich je gesehen habe. Also tatsächlich, meine Lieblingsmission ist die Quest von Siegmeier von Katarina in Dark Souls 1. Die ist spielerisch gar nicht so unglaublich spektakulär, und ich glaube, man kann sie auch kaum rauskriegen, indem man sie selber rausfindet. Also ich habe sie zumindest perfekt wirklich dann auch nur mit Guide gespielt. Aber diesen Zwiebelritter, diesen legendären, der schlecht gelaunt und ein bisschen deprimiert und immer Hilfe suchend, den man an allen Ecken der Welt trifft, dann irgendwann auf die Tochter stößt und dann ganz wird das irgendwie so ein bisschen dramatisch und knifflig und am Schluss dann richtig traurig. Das ist eine super, super geile Quest. Eine meiner absoluten Lieblingsquests war The Mind of Madness in Skyrim. Ich musste das gerade nochmal nachlesen, weil das so unfassbar verwirrend war. Man läuft nämlich in den Gedanken, also in den Kopf von einer anderen Person rum und hält sich dann darin auf, bekommt dessen Träume mit und muss quasi jemanden zurückholen. Und man ist plötzlich in dieser ganz anderen Welt, hat komplett andere Sachen an und so. Und das ist so verwirrend, aber ich fand es so extrem cool. Ey, spielt das unbedingt. Also ich bin ein riesen GTA-Fan, deswegen muss es irgendeine GTA-Mission sein. Ich habe schon gedacht, Three Leaf Clover, dieser Banküberfall bei GTA 4 oder vielleicht auch bei GTA 5, dieser Shit, wo man für diese Sekte unterwegs ist. Aber die geilste Mission war eigentlich früher immer diese geile Mission von GTA 2, wo man diese Leute mit dem Bus von der Haltestelle abholt und sie dann zu so einer Wurstfabrik fährt und sie dann zu Würstchen verarbeitet werden, weil die Mafia irgendwie billiges Fleisch braucht. Das fand ich immer einfach richtig geil als Kind. Also es hat mich völlig schockiert. Oh Leute, das war doch eine wilde Geschichte. Wenn ihr jetzt so wie ich noch weiterhin Bock habt, Zeit auf YouTube zu verbringen und interessante Videos zu gucken, dann klickt doch mal vielleicht auf dieses Video hier drüben. Das ist richtig spannend. Richtig, richtig spannend.